Hause. München, du bist meine Stadt, die alles hat, was ich zum Leben brauche. Und jetzt stehe ich hier und muss dir gestehen, ich habe weiche Knie, weiße nicht, ob ich's schaff, dich heute Nacht zu verführen. Doch eins, das glaube mir, jetzt lebe ich auch, denn heut bin ich ja hier. Und es ist CSD-Wochenende. Seid ihr bereit für die beste Party? Also Hände hoch, komm! Ich bin wieder hier. Ich bin zurück nach all den Jahren. Hallo! Ich hab dich so vermisst, was du für mich bist. Können Worte dir kaum sagen, wie schön es hier trägst du Birne oder Lederhosen. Als mich du angemacht, krieg ich meine schönste Rose, denn eins glaube mir, hey, jetzt nehm ich auf, denn heute bin ich ja hier. Sein zu können. In der heutigen Zeit ist es schön, überhaupt etwas zu können, wofür man nicht eine App runterladen muss. Wir haben einen wunderschönen kleinen Travestie-Vlog für euch vorbereitet und wir nehmen euch jetzt mit in eine wunderschöne Gegend, wo ich dieses Kleid gekauft habe, nämlich in die neuen deutschen Bundesländer nach Griechenland. Hier ist für euch meine beste Freundin. Denn wenn sie mich besucht, kommen wir immer. Ahnen senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder im Hof müssen heim. Die Kramersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. Ihr Mann bringt die Obstkissen rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde. Aber viele sind nicht gleich nach Haus. Denn drüben, da klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Komm an! Und spricht dich von mir.
Seele, was einem die Laune vergelt. Genau! Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung auf alle Probleme der Welt. Ein hoher Hass, der besteht für schon mit Sinn, weil es andere Speise nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Dietmar und beim Sepp hat jeder Kredit. Die deutsche Eiche ist da, wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Eiche, in unserer Straße, fragt dich keiner, was du hast oder bist. One more time! Ja.
aber bitte mit Freunde, ist das schön. Meine liebe Tochter Miss Figgy. Ja, ich habe heute noch mit dem Becken Probleme, seit sie rausgerutscht ist, aber hat mich gebeten, aus humanitären Gründen noch ein bisschen zu reden, damit sie sich für den nächsten Act vorbereiten kann. Und das wird fantastisch werden. Wir haben einen Stargast vorbereitet und da hat sie gesagt, rede noch ein bisschen. Dann habe ich gesagt, was soll ich der Gemeinde heute erzählen? Außer, wir haben, bevor wir uns hinten geschminkt haben, ein kleines nettes Interview gehabt hier mit allen Mitarbeitern, die diesen wunderbaren CSD organisieren. Und der Martin hat mich gefragt, Maggie, was würdest du dir wünschen, wenn du nur noch einen Tag auf dieser Erde hättest? Nicht, dass du jetzt stirbst, aber was würdest du tun, wenn du diese Welt verlassen müsstest mit einem Schiff in eine neue Welt, weil den du liebst, das nicht richtig sein kann, deine Religion nicht stimmt oder deine Hautfarbe vielleicht nicht ins Stadtbild passt. Und da habe ich zu Martin gesagt, das, was ich mir wünsche, ist ein Abend so wie heute. Das wünsche ich mir. Mit Freunden zusammen bei einem Wein und einem Bier. Und da können wir wieder von Herzen lachen und uns über Gott und die Welt lustig machen. Die Arme sind offen, die Herzen sind weit. Kein Platz heute für Kummer, für Sorgen und Leid. Und kommt dann der Tod und sagt, geh weiter, es ist Zeit. Dein Leben ist vorüber, der da droben oder in meinem Fall, der da drunten ist bereit. Was willst du noch hier nach all deiner Zeit? Dann sag ich zu ihm, noch einen Abend, so wie heute. Alle schimpfen auf die Welt, hat ihn keiner festgestellt. Freunde, wir leben. Ist auch heftig, was geschieht, was man hört und was man sieht. Wir leben. Kommt es anders, als man denkt, weil der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir leben. Ist auch heftig, was geschieht, was man hört und was man sieht. Wir leben, wir sind noch auf der Welt und das allein ist viel mehr wert als Geld. Wenn die Lage sich verschärft, dann sag, wenn dich vieles nervt. Wir leben. Lässt das Glück uns mal im Stich, wird es hart für dich und mich. Wir leben, waren wir nicht fast schon satt, dass man fast vergessen hat, zu leben. Was man plant und was man tut, ein Gedanke gibt mir Mut. Wir leben, wir sind noch auf der Welt. Und das allein ist viel mehr wert als Geld. Wenn der große Ruf nicht glückt, sag es vor, dich das bedrückt. Wir leben. Wenn dich nichts erfreuen kann, dann denk immer nur daran, zu leben. Waren wir nicht fast schon satt, dass man fast vergessen hat.